Diese Veranstaltung hier ist die mit Abstand größenwahnsinnigste Veranstaltung, die ich jemals erlebt habe. Dahinter steckt eigentlich ein Mann, also so eine Crew, aber ein Mann hat die ganzen Ideen. Es gibt die unfassbar krasseste Bühne der Welt, ja. Es gibt ein unfassbares Line-Up. Es fliegen Flugzeuge durch die Gegend, wie du schon sagst, Helikopter, Schiffe, Züge, es ist Wahnsinn. Wenn man das mal erlebt haben will, muss man einfach kommen. Also es geht einfach kein Weg dran vorbei. Ja, Bernd ist auf alle Fälle ein sehr professioneller Mensch, ein sehr, sehr ein guter Mensch in dem Sinne auch, und ich glaube, er weiß, was er will, ich glaube, er weiß, wo er hin will, und ich glaube, das ist auch am allerwichtigsten, vor allem auf der Ebene, in der man arbeitet. Ja. Das ist die Q-Dance-Stage. Das ist ein kleiner Affe, der aus Holland gekommen ist, der sich verirrt hat. Und jetzt ist er hier in Frankfurt. Nachher tun wir ihn so stecken. Das ist jetzt die Skyline Stage, wie man doch an der Bühne sieht. Und hier haben wir so eine Hommage an Frankfurt überall gemacht. Hier legen großartige Acts auf, wie gestört, aber geil, alle Farben. Also ein richtig geiles, kleines Open Air im ganzen Club. Was hier gerade abgeht. Bin happy. Das ist völlig normal für mich, hier durchzulaufen. Man ist ein Veranstalter, muss ja schauen daneben, ja. Und wir haben hier ein ganz geiles Publikum, von daher alles super easy. Und wir sind jetzt gerade hier in der Big City Beats FM Bühne und unserer Radiostation, und hier geht auch richtig der Punk ab, also alles gut. Jetzt hier auf dem Main Floor, das praktisch das umgebaute Stadion. Wir haben hier zig LED-Wände, 200 Kilometer Kabel verlegt und eine Soundanlage mit annähernd 2 Millionen Watt Musikleistung. Wir passen rein um die 45.000 Menschen, und nachher sehen wir auch, wie das dann da drin aussieht. Die Leute sind total gut drauf, positive Energie, alle friedlich. Das mag ich. Hallo, ich bin der Schuck. Ich bin seit 2,5 Jahren Resident von Big City Beats. Und es ist halt ein Feeling, wo kein anderes Festival der Welt hat. Und deswegen ist es der World Club Dome und natürlich auch der größte Club der Welt. Und da drin sind halt auch die krassesten Acts überhaupt so. Die teuersten Acts, die geilsten Acts. Und es schafft halt nur Big City Beats jedes Jahr. Wir haben 20 Areas und wir haben 700.000 Quadratmeter Spielfläche. Er hat auf jeden Fall super Spaß, geile Leute, geiles Event, mega Organisation. Ich bin super happy, dabei zu sein. Ich habe Gänsehaut bekommen, super. Die Pyro-Show und Lichtshow, die war 1A, Laser, Feuerwerk, top. Hier geht es nicht drum, woher du kommst, hier geht es um die Musik, hier sind alle eins. Eine Riesenerleichterung, einfach zu wissen, dass alles toll gelaufen ist, dass alle so glücklich gefeiert haben, dass so viele Leute Spaß gehabt haben und auch die DJs glücklich waren, und deshalb sind wir jetzt auch glücklich. Ein unglaubliches, erleichtertes Gefühl. Es ist alles gut gegangen, das ist toll, es waren alle glücklich, und vor allen Dingen, wenn man so viele Menschen hier auf einen Fleck hat, 140.000 Leute, und alle gehen jetzt auch mit einem Hochgefühl nach Hause, haben wir unseren Job eigentlich gemacht, und deswegen super. Das war der World Club Dome 2017. Ich war live dabei. 3 Tage. Unglaublich, was ich erlebt habe. Martin Garrix macht das große Finale. Unglaublich. Gänsehaut-Feeling. Ich freue mich auf 2018 und sage yeah.